Das war eine historische Wahlnacht hier in Deutschland. Zuerst die Schlappe für die Altparteien. Angela Merkels CDU, CSU hat dramatisch verloren und auch die SPD sackte völlig ab. Und noch dazu kommt, dass die AfD extrem stark geworden ist. Kurz nachdem bekannt geworden ist, wie stark die AfD wirklich ist und dass sie in den Deutschen Bundestag einziehen wird, haben sich vor der AfD-Zentrale hier am Alexanderplatz in Berlin, dort wo die AfD feiern wollte, ca. 1000, 1500 bis zu 2000 Demonstranten versammelt. Sie haben die AfD-Politiker weder ins Haus gelassen, noch die, die schon drinnen waren, wieder rausgelassen. Sie haben skandiert, Nazis raus, ganz Berlin will keine Nazis, die AfD, die wollen wir nicht. Und es schaute teilweise so aus, als wollten die Demonstranten die Party der AfD stürmen. Eine Hundertschaft von Polizisten hat hier Aufstellung genommen. Ich schätze, es sind so an die 500, 600 Polizisten. Sie versuchen einigermaßen Kontrolle über das, was hier geschieht, zu bekommen. Also wie gesagt, es ist eine heiße Nacht in Berlin gewesen. Dieses Wahlergebnis hat alle geschockt. Die Einzige, die in diesem Chaos, wenn man das so nennen mag, halbwegs ernste und coole Miene gezeigt hat, hat die Kanzlerin. Sie hat zwar 8 bzw. fast mehr als 8% verloren, trotzdem lächelte sie auch diesmal die Krise weg und sie hat gesagt, wir sind stärkste Kraft geworden, wir haben unser strategisches Ziel erreicht, wir werden den Kanzleranspruch stellen und wir werden schauen, aus dieser Situation eine gute Regierung werden zu lassen. Sie hat auch gemeint, wir sind in eine ganz schwierige Phase gefallen, einerseits das Flüchtlingsproblem, andererseits die totale Unzufriedenheit mit der Sozialpolitik hier in Deutschland und trotzdem, sagt sie, habe sie den Wahlsieg errungen und deshalb wird sie wohl wieder die Kanzlerin Deutschlands werden. Eine große Koalition mit der SPD wird es nicht mehr geben. Martin Schulz hat noch gestern Abend erklärt, dass man in die Opposition gehen will. Jetzt schaut es so aus, dass die Regierungsbildung in Zukunft extrem kompliziert sein wird. Man wird sich auf eine Jamaika-Koalition einigen. Das heißt Schwarz, Grün und Gelb, denn der wahre Sieger der gestrigen Nacht war nicht nur die AfD, sondern auch die FDP, die Freien Demokraten. Sie sind wieder im Bundestag und sie werden fix bei einer neuen Regierung mit dabei sein, wenngleich die Regierungsverhandlungen werden sehr kompliziert werden.